siehst so aus, als dass du mal einen süßen kleinen Schwanz brauchst. Hab ich recht? Jo, liebe Leute, was geht ab? Tinder fällt sind weg. Yes. Man mag es kaum glauben, aber wir haben wieder Nachschub bekommen. Jeden Tag. Wir müssen wieder einen raushauen, ne? Ja, ich habe erstmal einen kurzen und ich würde es nicht als Win bezeichnen, weil ich glaube nicht, dass er damit Erfolg hat, aber ich fand seinen Konter eigentlich ganz geil oder seine Reaktion ist mega plump, aber ich habe es gefeiert. Er schreibt sie an mit, lass mal ficken. Der Beste, Alter. Sie, nö. Er dachte, Ehrlichkeit klappt. Ja, okay. Und dann sie, mit ein bisschen Niveau gepaart, klappt sowas eher. Ja. Und dann er, okay, lass mal mit Niveau ficken. Was ein geiler Hammer. Und sie dann so, ja, so meint ich das jetzt nicht. Er so, ach so, ja, kein Plan. Ich bin nett und so weiter, aber diese Einschleimerei kann ich nicht. Ja, richtig so. Ja, wenigstens straight. Okay, lass mal mit Niveau ficken. Wenigstens straight. Fand ich Sahne. Das ist für mich schon ein halber Win. Fand ich witzig. Kam sympathisch an. Ja, ja, ich hab einen ganz kurzen. ich glaube, der Satz stand so oft. Egal. Ich hab einen ganz kurzen in dem Format schon echt oft. Die ist klein, aber dafür auch schön dünn. Jawohl. So, er kommt direkt, also so sympathisch, offen und entspannt. Nett. Hey Xenia, kannst du mir einen Blowjob geben, bis ich komme und dann weiter dran lutschen? Ich will wissen, ab wann es bei mir nicht mehr geht. Bis jetzt hat noch keine so lange genuckelt. Hättest du Lust? Hey. Hättest du Lust? Sie? Komm. Bist du behindert? Und da war voll chillig so. Der ist nicht Bock, mir einen zu blasen. Hey. Auch nachdem ich gekommen bin, weil keiner hat so lange genuckelt und so. Weißt du, er erklärt auch noch. Ich glaube, Ladies, auch so, das sollte man sich denke, ja, die Erfolgsquote wird sich sehen lassen können, ja. Ja, definitiv. Ich bin immer wieder erstaunt, worauf die Typen so stehen. Okay. Er schreibt, hey, ich bin total begeistert von dir. Mhm. Du bist zum Anbeten. Schön. Einfach der Wahnsinn. Ich frage dich jetzt einfach mal gerade raus. Würdest du mich bespucken? Also, man rechnet gar nicht damit. Nein. Du bist zum Anbeten. Würdest du mich bespucken, also mir in mein Gesicht spucken und in den Mund? Jetzt kommt auch wieder eine Alternative, also er gibt dir ein paar Optionen. Okay. Oder mal in ein Glas, bis es halb voll ist und ich trinke es. Boah, Junge, Alter, was? Und sie da einfach, well, that escalated quickly. Also sie soll in ein Glas spucken, bis es halb voll ist und er trinkt. Boah, Junge, das ist ekelhaft. Das ist richtig ekelhaft. Der kann sich zu dem anderen Typen gesellen, der die Pisse und das gebrauchte Kondom haben will. Aber sowas liest du niemals von Frauen, sowas liest du nur von Typen, Digga. Was ist das? Also keine Frau schreibt dich an, ja, ich trinke ein halbes Glas Pisse von dir und gib dir dafür 500 Euro. Oder was ist das, Alter? So unangenehm. Ich stelle mir doch vor, wie der dieses Glas da nimmt und so genüsslich trinkt und dann da halbes Glas sauber. Ich eine abgeht wahrscheinlich. Ich habe hier noch einen super tollen Typen. Okay. Er schreibt am 25. März, hi. Oh. Am 17. April kommt, hi. Wollte dich kennenlernen, Süße. Nenn mich doch nicht Süße, Mann. Okay, Süße, was machst du? Aber komplett ohne so Wein. Wie alt bist du? Sie, immer hinten geantwortet, 24. Er, genau, du bist gerade mal 12. Hä? Sie so, echt? Sehe ich echt so aus? Er so, ja. Sie, du gehst also davon aus, dass ich 12 bin und schreibst mich an mit Süße? Sehr gut, das wäre auch meine Frage gewesen. Ne? Ja. Du gehst also davon aus, dass ich 12 bin und schreibst mich an mit Süße? Läuft bei dir. Ja. Er so, Hure. Da wusste nicht mehr, wie er darauf antworten soll. Hure. Also scheiße, die haben mich ertappt. Ja, Hure. Ja, die Typen prahlen, meistens mit ihrer Größe, aber jetzt haben wir zum ersten Mal einen, der realistisch bleibt oder ehrlich bleibt und das sieht so aus. Hey du, alles fit? Wie ist deine Woche so? Und was machst du so? Hast echt ein schönes Bild. Siehst so aus, als dass du mal einen süßen kleinen Schwanz brauchst. Hab ich recht? Einen süßen kleinen Schwanz. Sie hat so gut angefangen, er hat so gut und höflich angefangen und dann schreibst du so einen Bullshit. Ja, ach komm, als ob das so schlimm wäre. Sie, nein, aber dumm. Kannst mir nicht erzählen, dass du mit dem Spruch schon jemals eine rumbekommen hast. Wieso denn dumm? Haha, wer weiß, vielleicht ja doch. Okay, mich nicht, hau rein. Ja, ach echt? Sie nochmal, okay, mich nicht, hau rein. Aber jetzt kommt nämlich sein Hintergedanke. Ich suche eigentlich eher eine, die den ansieht und ihn danach runtermacht. Oh. Also Will das sehen. Er hat scheinbar einen richtig kleinen Penis und will halt jetzt Frauen finden, die sich dann über ihn lustig machen. Krass. Warum? Boah, wie kann denn das auch kommen? Warum?
Aber der geht ja relativ offen mit seinem. Ja, er findet das voll geil. Er findet das voll geil. Aber ich finde das geil. Ja, ich habe einen richtig kleinen Schwanz. Andere Typen schreiben halt so, ich habe einen riesen Schwanz, ne? Willst du den mal sehen? Aber wenn du den siehst, überlegst du es dir anders. Und der macht es einfach genau. Der macht einfach genau umgekehrt. Der ist doch voll geil. Ist super. Vielleicht denkt er sich, guck mal, vielleicht denkt er sich, ich habe eh einen richtig kurzen so. Muss ich eh mit klarkommen? Genau, dann weiß ich nicht, Alter. Dann versuche ich verschiedene Maschen, Alter. Ja. Weißt du, ich meine? Und das ist vielleicht auch eine. Ja, die Frau kauft dann zumindest nicht die Katze im Sack, ne? Die weiß direkt, was du bekommst. Ich habe noch einen, okay. Aber der ist richtig cool. Okay. Also, das ist der liebe, naja, egal, Namen sagen wir nicht, ist auf jeden Fall 27 und ist sehr, sehr dominant. Okay. Also, er sagt auch ganz klar raus, nur Spaß hahnen, mehr nicht. Sie, auch für Spaß haben bist du nicht mein Typ. Was redest du da? Wenn du mein Auto siehst und wenn ich mit dir einkaufen gehe, dann bin ich definitiv dein Typ. Auto? Ja, normal. Dann müsstest du schon einen Panamera fahren und mir alles von Gucci kaufen, damit du mein Typ bist mit so einem lachenden Smiley-Pen, ne? Er so, suchst du Millionär? Sie, nein, aber jemanden, der gut aussieht. Was für einer war dein Ex? Geier, hässlich, Arschloch, dass du jetzt Single bist. Du Fuchs, was ist mit deinem Ex? Sag mal, ne? Dass du jetzt Single bist. Sag mal, wie läuft Fickerei? Aber da ist das Gespräch auch schon vorbei. Sag mal, dass du Single bist, ja? Wie läuft Fickerei? Kennt ihr das nicht so, wenn ihr so mit einer Perle redet, so, hey, was geht das? Wie läuft Fickerei? Ey, das ist auch etwas wie dieser, was war von der letzten Folge? Der sexy geile Arsch? Ja. Der sexy geile Arsch und diese Frage. Die werdet ihr jetzt nur noch von mir hören. Jo, Freunde, wie läuft Fickerei? Hey, wie läuft Fickerei? Hammergeil, das muss jetzt etabliert werden. Du brauchst zwei Freundinnen, die ich so ewig nicht gesehen habe. Boah, hey, Bruder! Hey. Wie läuft Fickerei, Alter? Ja, aber auch so beim Mädel. So, hey, Schatz, hey, Süße. Na, so gibst du ja immer die Frau in die Hand. Hey. Alles gut, wie läuft Fickerei? Ja, super, bei dir. Ich habe jetzt hier wieder einen von der Sklavenfront. Hey, wie geht's? Lust, ein bisschen zu schreiben? Oder hättest du direkt Lust, mich als deinen privaten Sklaven zu benutzen? Ich finde das auch geil, diese beiden Optionen. Erst ganz normal und dann komplette Eskalation. Meld dich einfach mal, dann können wir alles bereden. Ging auch zusammen mit Freundinnen von dir, wenn du alleine bist. Na klar. Und dann wollte sie, glaube ich, so ein bisschen. Ausholen. Dann schreibt sie mich, was machst du denn alles so? Ja? Ich bin flexibel. Mache so gut wie alles, was du willst. Meine Tabus sind Schmerzen, bleibende Schäden, Sachen mit Blut. Bin als Lecksklave nutzbar oder als Nacktbedienung bei einer Frauenparty. Es gibt aber noch eine dritte Option, kann aber auch einfach eine versaute Show für dich machen. Da könnte ich mir Dildos in den Hinterschieben oder eine Frauen-Stringtang am Bodenschau machen. Was? Das ist ein Typ. Ja. Er könnte sich auf einer Party, könnte sich einfach Dildos in den Arsch schieben. Ja, es gibt drei Optionen. Lecksklave, Nacktbedienung oder er schiebt sich Dildos in den Hintern und... Digga, stell dir vor, du gehst auf so eine Party, Digga. Du bist so eingeladen, gehst zu einer Feier und dann steht da so ein Typ und schiebt sich Dildos in den Arsch, Digga. Ey, geil, ja, ey. Wieso kriegen die nicht solche Anfragen? Dann fragst du die Gastgeberin, wer ist das? Ja, das ist mein Lecksklave. Cool, ja. Ja, Leute, wir hoffen, bei euch läuft Fickerei auch super. Tinder-Fails läuft auf jeden Fall super. Ja, Fickerei läuft auch gut. Wenn die Fickerei gut läuft, geht auf jeden Fall einen Daumen hoch. Kurz nochmal zwei Fragen beantwortet, die immer wieder kommen. Nicht fragen, können wir euch die hier schicken? Dann einfach direkt schicken. Und natürlich können es auch andere Plattformen sein. Es muss jetzt nicht Tinder sein, es gibt auch noch tausend andere Plattformen. Das ist scheißegal. Genau. Solange es solche Chats sind von solchen Plattformen, geht alles. Aber es ist einfach... Nicht fragen, einfach schicken. Hauptsache mit sexy geiler Arsch. Haut rein. Super nice. Macht's gut. Life so unpredictable, take control of what you were. Wasting time's forgivable, but nobody wants to grow. It's time for the original to come and break the mold.